Howdy, meine Kleinen, willkommen zurück zu Grounded. Es geht weiter hier. Sorry, Schnüffelchen, aber ich muss mir leider mal wieder dein Fleisch holen. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Essen. Ich muss mir noch ein bisschen mehr Sachen trocknen, immer mal wieder. So. Mein Schild, was macht eigentlich mein Schild? Okay, den habe ich jetzt gar nicht beachtet. Wir gehen nochmal in den roten Ameisenbau und ich hoffe, dass ich da nicht die ganze Zeit belagert werde von den Viechern, weil ich will mir noch die ganzen zwei anderen Rüstungsteile holen, die da übrig sind. Warte mal, da ist eine Laus. So. Dankeschön, das nehmen wir auch mit. Weil ich habe ja schon mal gesagt, es sind noch zwei Teile. Nämlich, was habe ich jetzt gekriegt? Habe ich die Beine oder die Schulter? Ich glaube, ich habe die Schultern bekommen und da gibt es noch die Beine und den Kopf von der Bienenrüstung. Oh, schon wieder Ausdauer. Okay. Und die kann ich ja dann schön schon mal scannen. Oh, Vorsicht, nicht so weit nördlich, weil es sind wieder Spinnen überall. Geilen Arschgeigen. Oh. Soll eigentlich springen, aber egal. Also, schweben. So, Ameise. Ja. Schon sagen, wird das nix hier. Stechmücken, brauche ich eigentlich Stechmückenstachel? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gerade nicht. Oh, mein Degen sieht auch ganz gut aus. So, machen wir hier mal die Markierung wieder hin. Ja, die Bienen, bis ich die mal scannen kann, ne? Oh. Ey. Au. Au. Ihr hört auch nicht auf, ne? Alter. Zu dritt auch noch, ne? Nee, nee. So. War die erste. Au. Ja, einfach mal stehen bleiben würde, dem Mistviecher, ne? So, die zweite. Komm, die dritte noch. Komm, ich hab keine Angst vor dir. Heiliges Stück. Jetzt ist mein Pfeil da oben gelandet, oder was? Wie viele Pfeile habe ich da? 22. Na gut. Ist egal. Da wird nichts drin sein. Ich glaube, die Spinne ist sogar verbuggt. Die sitzt immer nur da rum und macht gar nichts. Das ist auch okay. So, da gucken wir mal. Kann ich was essen? Pau. Chocodumpeat. Oh, ich hab sie getroffen. Au. Komm. Bienchen, Bienchen. Die machen echt weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Wollen? Nein. Bienenpelz, ich habe eine Spinne getötet. Da war leider auch mal an der Zeit, ne? Und die kann ich natürlich scannen, weil ich habe noch nichts von der Biene gehabt.
Bisschen schade, weil ich möchte keine Bienen platt machen, aber die sind so einfach irgendwie. Bienen sind sehr einfach zu besiegen. Ich war eine Radnetzspinne jetzt, ne? Ey, die Kuh, ey. Na gut, aber ich habe keine Angst mehr, habe ich ja gesagt. Ich mache jetzt alles nieder, was mir in die Quere kommt. Wenn irgendwas frech wird, ist es dran. So, warte mal, hier haben wir die Keule vielleicht. Dann mache ich die Kriegerameisen zumindest ein bisschen leichter platt. Falls sie wieder aggressiv werden. Hallo. War nochmal der Eingang jetzt hier? Oh, wir sind der Bombardierkäfer. Anders. Oh. Binne. Ah. Ja, hast du gut erkannt, dass da Ameisen sind. Hier ist auch ein Ameisenbau. Ameisenstraße, sehr gut. Ja nicht, wo war denn das nochmal, der Ameisenbau? Ach, da oben. Detecting a soldier ant in our area. Proceed with caution. Nee, nee. Bäh. Warte, ganz schnell den Helm anziehen. Hey! Da sägt eine fette Ameise vor mir. Lass mich mal durch, bitte. Oh nein. Au. Alter, hier ist ja mal richtig was los gerade. So, ich will aber nur, wie gesagt, die Spinnenrüstung haben. Dann bin ich hier wieder weg. Nur die Spinnenrüstung. Das ist schon die Bienenrüstung, ne? Gut ist, ins Wasser kommen sie mir nicht hinterher. Warte mal. Ah, hier sind noch die ganzen lecker Schmeckerchen. Was ist denn? Kick-Sandwich-Brocken, das ist auch neu. Muss irgendwo bei einer Leiche gewesen sein. Innenrüstung. Habe ich da noch einen Platz? Okay, also wenigstens habe ich die ganzen Ameisen abgelenkt. Ach guck mal, es ist gut, ich kann jetzt 10 Brocken nehmen auf einmal und nicht nur 5. Das macht es so viel einfacher, Leute. So viel einfacher. So. Bin ich die Bienenrüstung? Getampiert. Nice and clean. Yep. Da kommt eine Rüstung, kann man verschrotten, den brauche ich nicht. Was ist das denn? Ein Apfelbrocken. Winzige Apfelstückchen der Sorte Mabot Crisp. Ein leckerer Snack, der ganz gut den Hunger lindert. Ernsthaft? War der hier dabei? Mann, Leute, wo ist die Rüstung? Kann ich ja eh nicht scannen, deswegen esse ich ihn einfach. So. Es sind immer noch so viele. Was haben die alle angeschleppt, sag mal? Oh, Kriegerameise. So. Was hat nur noch... Oh, guck mal, Quarzscheibe. So. Ich weiß halt nur noch, dass das irgendwo bei der Leiche war, wo ich auch die anderen Teile gefunden habe. Das müsste alles auf einem Fleck liegen sogar. Habe ich gelesen. Ja. Bienenbeinschutz. Und irgendwo müsste jetzt noch der andere Teil sein. Ist da nix. So, nochmal ein Larvchen-Ei mit.
Finden ja nicht so cool. Ach man, komm, irgendwo muss doch die Brustrüstung sein. Oh oh. Wie gesagt, Larvenklauen finden die nicht gut, die Ameisen. Ja! Böse. Böse, böse. Oh nein, ich bin noch weiter in den Bau gegangen, als ich wollte wahrscheinlich. Hallo, ihr Ameischen. Hey, Mr. Ant. Hey, Herr Frau Ameise. Oh nein, ich hab keine Ausdauer. Au. Komm. Oh, guck mal, wie praktisch. Ich bin direkt wieder draußen. Hey. Ja, erstmal auf Abstand, bevor ich den Helm ausziehe. Hey. Aber warte mal, ich hab. Hey. Ich hab doch noch die Aufgabe, dass ich den Ameisenhügel erkunden soll. Warum? Roter Ameisenhügel. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Das should keep me safe. Safer. Safer. Naja. So, das Heckenlabor habe ich auch noch nicht abgeschlossen übrigens. Ich habe noch nicht mal den Chip hier rausbekommen, weil der ist ja da drin versteckt. Und die... Ja, die Flydisk. Okay. Leute, ich muss immer ins Heckenlabor. Mir bleibt echt nichts anderes übrig, glaube ich. Marine Caver, aber ich kann ihn nicht töten. Ich will ihn auch nicht töten gerade. Eine Biene. Die will ich aber töten. Ah. Da ich ein Treffer sein müssen. Ach komm. Ja. Schön. Bienen sind nicht leicht zu treffen. Boah, ey, es ist... Fluggegner, ne? Ich vergift sie wenigstens jetzt. Muss leider sterben, Bietchen. Arme Biene. Arme kleine Biene. So, der Stachel, der hält eindeutig länger, ne? Weil ich den schon ein bisschen verbessert habe. Kann ich dann eigentlich scannen. Zwei Sachen. Danach schmeiße ich, glaube ich, die Bienenklamotte weg, weil die mache ich mir dann sowieso irgendwann nur besser. Ist ja immer der Punkt, ne? Diese verrotteten Sachen, die sind halt eigentlich nur zum Scannen da. Für ein paar Punkte. Und dann war es das auch. Habe ich das Gefühl, da kommen jetzt viel mehr Bienen auf einmal in die Gegend. Und ich muss ganz viele von diesen dummen roten Milben töten jetzt wieder. Ich habe eigentlich auch gedacht, die Bienen werden viel schlimmer, aber die sind ja eigentlich voll süß und machen gar nicht so viel. Oh. Beide Frau Marienkäfer. Hört sich immer so damenhaft an, so brrr, oh.
Aber die sind auch einfach nur niedlich, die Dinger. Am Anfang waren sie so gefährlich, wenn ich überlege. Ach ja, mittlerweile ist hier gar nichts mehr so richtig gefährlich. Aber das kommt wahrscheinlich bald wieder. Nix. So. Hier eine Wandtheke. Ja, dauert noch zum Level up. Aber passt schon. Ich finde das in dem Ameisenbau voll gut, dass die da die ganzen Snacks horten. Die kannst du einfach mitnehmen und gut. Ach nee, warte mal, habe ich die Kekse schon? Better than starving, I think. Nicht die auch ernten, theoretisch? Ja, just lollipops. Kann ich die ernten? Weil es gibt ja diesen Oreo-Keks im Süden beim Heckenlabor, ne? Wäre interessant zu wissen. So, der ist fertig, glaube ich. Nee, immer noch nicht. So. Oh yeah, baby. Das Würstchen? Vorher sah es aus wie Candy, also wie Süßigkeiten. Wo sind die Eierdinger hin? Oh, ich kann was Neues? Warte mal, was ist denn neu? Ach, die Flipflopflossen Plus. Ja, komm, machen wir gleich. Ich habe hier eine Kiste. Habe ich das schon gezeigt? Ich habe hier eine neue Kiste hingebaut. Kann ich nämlich die Flossen kaputt machen? Habe ja stattdessen die Flipflopflossen Plus. Dann habe ich hier noch die Rüstung. Ja, die Brustrüstung habe ich schon. Ich habe den Kopf noch nicht gefunden, wo auch immer der sein könnte. Oh, das wollte ich aber nicht. Alter, war... Nein, das wollte ich auch nicht. Ach, scheiße. Ich habe mich gerade nur ein bisschen verwirrt, diese Viecher. So, das. Sind hier auf einmal so viele Marienkäfer, bitte. Alles kaputt jetzt. Die Kiste habe ich. Oh. Seltsam. Die Stapelgrößen besser oder größer sind, das macht so viel aus, ne? Es ist so herrlich. Aber dann spare ich einfach so viel Platz mittlerweile. Wo ist denn die Ameiseneier geparkt, sag mal? Scheuert? Ist die schlecht geworden? Oder schlüpft die vielleicht sogar irgendwann aus? Dass die nichts schlüpfen könnte. Ah! Das ist natürlich, ja, schlecht. Das ist schlecht. Weil ich die halt schrotten muss. Leider. Ach man, wie doof, ey. So, was braucht nochmal die Pfeile? Milbenpelze. Und davon werde ich jetzt mal ein paar jagen, glaube ich. Kleinen Scheißerchen. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau. Schraubenschlüssel weg. So. Ach, und hier habe ich mal mit dem Rosenkohl gemacht. Kräftiger Felspelz. Statt mit Madenschleim, der macht da gleich viel mehr Heilung, ne? So. So. Schöpfen. Ey. Du tust mir unnötig weh und meinen Sachen auch. Ich
Au. Sorry. Aber du hast angefangen, mehr oder weniger. Heilt halt gar nicht hier, ne? So, da keine Marienkäfer brocken. Auch nicht. Wo sind denn meine Marienkäferbrocken? Habe ich die schon wieder jetzt aufgebraucht, alle? Ach nee, da. Okay, warte. Warum hat man nicht einen riesigen Behälter, wo man alles rausschöpfen kann an Sachen, die es so gibt? Ah. Das wird es für mich so viel einfacher machen, ne? So, und Essen tue ich ja immer hier rein. Habe ich zumindest geplant. Nee, warte, da draußen ist meine Essenskiste. Ich wollte noch eine machen, nur für das Essen, aber irgendwie... Der Glibber. Brauchen kann ich halt nichts wegen milden Pelzen mittlerweile. Das ist furchtbar. Was du alles brauchst, so. Ins Pfeil. Lederpfeil, ha, fehlt mir auch noch. Hier neues. Was ist Pollengeschütz? Eichelschale, Eichelkappe, Seitenseil, Unkrautstängel, Blütenblatt. Dies Pollen, um fliegende Feinde zu Boden zu bringen. Okay. Wo haben wir denn 18? Ja, komm, wir ziehen los. Ich gehe nochmal los. Das ist der andere Marienkäfer. Ich will nochmal, nämlich noch ein paar von diesen blöden Milben erledigen. Milben Arschgeigen. Ah? Gibt's ja eine ganze Menge hier von diesen Viechern. War wieder eine Wanze unterwegs? Ah ne, komm, ich mach das da vorne. Was brauche ich nochmal für die Bomben? Ich will mir ehrlich diese Bomben bauen, aber wenn die Ameisen halt immer ausschlüpfen, dann ist das ein bisschen unpraktisch, ne? Pilzauswuchs, rotes Ameisenei und Brocken. Ah, da ist er. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gespielt. Ich habe keinen Bock, meine Gasmaske schon wieder kaputt zu machen an dir. Trickvieh. Trick, Trick, Trickvieh. Da. Aber wo sind sie? Ach, hier sind die Milben, ne? Ja. Der Bombardierkäfer wieder. Von euch brauche ich wieder einen ganzen Arsch voll. Alles für die Wissenschaft. Hey. Immer viel mehr. Ja. Aha. Ich komme nicht so gut klar mit dieser Dunkelheit. Ich bin halt so extrem Hellsicht gewohnt. Und wenn es so dunkel ist, sehe ich halt so wenig. Oh. Wo denn? Ja, eigentlich. So, die Schaufel. Schade, dass man sich da nicht so ein bisschen Metall loshacken kann. Das wäre voll praktisch. Au, ich bin ausgewichen. Gut. Dummer Kackvieh. Sau. Hey. Akku, der auch guckt. Oh. Dankeschön.
Von der Kochdrüse bekommen. Gehen aber schon wieder die Verbände aus, ne? Ein paar tief hängende Tautropfen, ja. Mit den Pollen irgendwie hört sich auch lustig an. Weil damit auf Bienenjagd geht. Wieder einer. Bienen sind schon süß irgendwie. Eigentlich ist es ethisch auch nicht richtig, Bienen zu töten, weil die sind so gute Tierchen, so gute Insekten. Eigentlich auch Wespen. Auch selbst die machen was Gutes für die Natur. Obwohl ich sie hasse. Wer von euch mag eigentlich Wespen? Mag jemand Wespen? Das würde ich gerne mal wirklich wissen. Ich kenne niemanden, der Wespen mag. Sie sind natürlich aus ökologischer... Ja, ökologisch Quatsch. Wer ist denn da? Das ist reiner aus Natursicht, dass die halt wirklich die... Das ist so alles im Gleichgewicht halten, ne? Es ist schon ganz wichtig, dass es Wespen gibt, aber ich hasse diese Viecher trotzdem. Einfach widerlich. Oh, ich habe nichts zum Rösten. Na gut. Ja, wir schlafen, wir machen das tagsüber. Ha. Wo sind die Chips? Ich schaff das halt nicht mit diesem Teil, ne? Habe ich ja schon probiert mit diesem Wichser. Das schaffe ich nicht. So schwer. Oh. Unbedingt dieses Spinnengift, ne? Unbedingt brauche ich das Spinnengift. Choke it down, Pete. Choke it down. No water filtration tablets needed. So. Ich hab da irgendwo eine Beere gesehen. Und diese dumme Mücke kam und mich geärgert hat wieder. Oh nein. War nur Spaß. Gibt's da nicht. Wo ist denn dieser Chip? Oh. Weil... das Gelbe. Flying Disc, der Mixer und hier ist der Super Tech Chip. Mal gucken, was das Gelbe ist. Das ist ja eigentlich auch eine markierte Beere, oder? Für den Sammler. Okay. Leer leider. War das die Kiste? Ne, war auch nicht die Kiste. Seilbahn. Ich überlege, kann es sein, dass ich wieder hoch muss, theoretisch? Oh, das ist so gut, die Pilze. Weißt du, die würden jetzt so viel Platz, die würden 4 Plätze wegnehmen. 16 Pilze und jetzt brauche ich ja gerade noch 2 Stapel für. Wunderschön. Netz.
Ja. Alter. Komm. Dann noch eine. Ihr werdet nichts mehr könnt, ihr Scheißviecher. Blöden Mistviecher. Spinnen, ne? Spinnen, ne? So. Sehr gut. So viel brauche ich davon. Und die kann man jetzt auch 10-fach stapeln. Es ist so herrlich. Einfach nur schön. Ich die runter. Boing. Super, wie platt die dann immer sind. Eine Dose. Der Frisbee. Aha. Na komm. Na komm, Kleine, komm her. Ich hab was für dich. Dann bin ich meinen Tropfen kaputt, ja? Oh nein. Was sind mit deiner scheiß Family an, ja? Baba! Alter! Sag mal, gut jetzt! Meine Güte, ey. Kommt jetzt noch einer, oder was? Reicht auch mal, ne? Das war jetzt echt ein ganzer Haufen Spinnen, du. Ohne Ende. So. Oh.
Chalk it down, Pete. Chalk it down. Was ist denn da oben? Mixer ist da drüben. Noch mehr Radnetz. Ey, es ist anstrengend mit den Viechern hier. Noch ein bisschen Ausdauer, bitte. Pflanzenfasern brauche ich nicht unbedingt. Es reicht jetzt! Vergiftet hat mich auch noch das Mistvieh. Batterie, voll interessant. Blöde Mixer, den ich nicht aktivieren kann. Und das Labor, wo ich jetzt gerade nicht hinkomme. Der Chip muss halt irgendwo da sein, wo die Wand noch zu ist, die Tür verschlossen bleibt. Aber wie soll ich das machen, wenn die ganze Zeit die Spinnen kommen? Das schaffe ich auf keinen Fall alleine. Das will ich nicht mal zu zweit im Koop schaffen. Die noch nicht. Headshot also. Das Heckenlabor ist halt auch was, was man erst später schafft. Pip, pop, pip, pop, pip. Mach ich denn jetzt? Hier geht's nicht weiter. Und Heilung habe ich jetzt sowieso keine mehr. Kann ich vielleicht auf die Steine hier rauf, irgendwie? Effet. Hier auf die Hecke draufklettern. Ist das jetzt auf? Ich glaube auch nicht, dass ich von da oben rüber schweben könnte. Warte mal, ich guck mal, ob ich da hochkomme hier. Da war ich auch noch nicht auf dem Sockel da. Ein paar Verbände machen. Ja, was? Ein Harz. So, zack, zack, zack. Drei Stück. Das ist schön, ich brauche nicht mehr so viel Materialien für Verbände. Ah, hier. Sehr gut. Nur einen? Habe ich nur einen Verband gemacht? Warte, nur eins und eins. Das gibt's doch. Jetzt bin ich blöd. Habe ich nur einen Verband hergestellt? Obwohl ich doch nur einen Saft brauche und eine Dingens. Eine Pflanzenfaser. Wow, die habe ich hingeworfen. Na dann. Schmeiß halt alles hin. Na, na. So. Sehr gut, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen heilen. Ist da was drunter? Ist da was? Nee. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir klettern jetzt nochmal da ein bisschen rauf.
Es muss doch ohne diesen blöden Mixer gehen, dass ich da reinkomme, oder? Der Mixer ist halt einfach doof. Das schaffe ich nicht. Da muss ich viel stärker sein. Da muss ich Spinnen mit 1, 2, 3 Schlägen erledigen können. Nicht so jetzt. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich auch mehr Verbände tragen? 10er Stack. Ach komm, ist egal. Ich habe jetzt 5, das reicht. Auch nirgendwo rein, ne? Hm. Look at that and go. Na gut. Man kann doch nicht da hochkraxeln, wenn es wieder dunkel ist, ne? Versteht sich ja. Ist immer ein bisschen blöd. So. Da. Oh, ich habe noch 2 Zähnchen. Was mache ich denn? Achso, ich wollte ja sparen, bis ich 3 habe. Ah. Schön. Nicht schön. 300 Zähne für Fressbaumrezept. Ja. Ich weiß immer nicht, wo ich die Pilze herkriegen soll. Pilzüberwucherungen da. Wucherungen. Beeren, die wieder nachgewachsen sind, ja? Vorsicht. Soweit. Pip, 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 pip. Warte mal. Da ist die Antenne, genau. Noch so weit weg. Das ist ja Science. Daran. Oh, Science. Ja. Sollte ich. Wow, das für 100. Wissenschaft, die Wissenschaft. So. Aufpassen, dass ich da nirgendwo runterfalle. Wäre fatal. There's a spiderling running around here. Oh ja. Lass die mal. Au. I'm flying! Je mehr ich seine Stimme höre, wie er rumschreit hier, desto eher denke ich immer so, ich kenne die irgendwoher, ne? Ah, flying! Das ist lustig. Ah. Ah, wo führt das denn hin? Das da drüben, komme ich da irgendwie hin? Also da muss ich irgendwie von ganz oben runter oder so. Also von da drüben vom Ast sehe ich was. Alter Schwede. Nicht so einfach, die Spinnen machen hat auch noch zusätzlich Druck, ne? Man hat hier nicht so wirklich irgendwie Muße sich umzusehen, weil ständig irgendwelche kleinen dummen Spinnlinge angerannt kommen und einen stressen dann. Hier war ich ja schon, da habe ich alles leer geräumt. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Seht ihr, da führt kein Seil rüber. Sauerei. Aber ich hab's geschafft. Bin hier. Kannst mich mal. Ja, komm. Komm.
Komm nur. Auch ekelhaftes Wasser. Was? Das ist gutes Brunnen, so Trinkbrunnenwasser. Da ekelhaftes Wasser zu. Hier ist auch wieder Labor. So. Würde Marmorice. Ja, warum nicht? Ich nehme alles. So. Yeah, mega Milchpolare. Ich habe beschlossen, der Sache noch eine Chance zu geben. Und zwar werde ich jetzt nochmal hier hochklettern. Ich werde erstmal die Bienenmaske scannen. Vielleicht reicht das ja für ein Level ab. 30. Leider nicht. So, wir haben noch zwei Zähnchen. Die werde ich noch aufsparen für die nächste Mutation. Wolfspinnen, 3 Stück. Ja, danke schön, danke schön. Werde ich wohl nie schaffen, diese Quest. Jedenfalls nicht die nächsten 10 Stunden. Was ein Scheiß, ey. Wolfsspinnen auch noch. Sag doch gleich hier, ich soll 3 Krähen töten oder eine Katze. Lass nicht runterfallen. So, wie gesagt, hier oben drauf soll auch was sein. Ja, ja, halt die Schnauzen. Oben drauf auf dieser Packung ist noch ein Milch. Ah, ich sehe ihn schon. Milch Alomar. Mach doch. Ne. Scheiße. Okay, ich muss nochmal ganz hoch. Ich werde es hier mal locker, locker zurechtschneiden. Locker flockig, weil ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit jetzt wieder zu machen, da hochzuklettern. Kann man sich kein Quicksave besorgen oder so? Ja, in Third Person geht das doch viel besser. So. Ja. Sehr gut, den haben wir. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Das freut dich, ne? Oh. Die sammle ich später alle ein. Alle Beeren sind mein. Meins, meins, meins. Leute, da geht's noch weiter hoch, ne? Au. Ey. Hier noch was drin? Ja klar geht's da noch weiter hoch. Warum bin ich hier nicht weitergegangen, bitte? Ach nee, das ist ja der Scheiß. Ah. Ja, ich erinnere mich, da ging's nicht weiter, weil Gründe. Ging die Tür hier auf? Habe ich das probiert? Wenn nicht, ärgere ich mich jetzt wieder mal über mich selbst. Hier nicht einfach weitergegangen bin. Dieses Labor. Ach ne, seht ihr, die Türen sind zu. Machen wir erstmal das Zeug hier fertig. Und dann nehmen wir dann Spinne. So, jetzt haben wir noch das hier fertig. Willen habe ich leider nichts, aber wir fangen uns jetzt mal was Schönes. Clean. Jedes Mal sagt. Upp. Wasser gibt es ja echt zuhauf hier oben. Na, na, na. Da. Da ist noch mehr. Perfekt. So. Jetzt legen wir uns schlafen und probieren das Ganze nochmal von vorne. Gibt's ja gar nicht. Schlafe 8 Stunden. So, bei Tagesabbruch versuchen wir es jetzt.
Wäre gelacht, wenn ich heute nicht dieses dumme Labor endlich regle hier oben. Ich hoffe zumindest, dass das irgendwie geht. Aber ich hätte mir mehr von dem Zeug hier mitnehmen sollen. War leider gar nicht mal so viel, diese Billy Hawk-Happen. Sind hier oben eigentlich schon? Aber Third Person ist vielleicht besser hier. Ah. Aha, hier war zu. Oh oh. Na bloß, hier geht's doch noch weiter. Neuroscience. Alter Schwede, es geht hier echt weiter, ne? Ich pack's ja nicht. Ich war die ganze Zeit so dumm. So dumm. Warum ist hier versperrt? Vielleicht schaffe ich es ja später dann doch, den Mixer zu schaffen. Also, echt fest. Schade. Nee, ich greife bestimmt auch nicht die Netzsäcke an. Hey. Wo ist es? Wissenschaftsgegend gibt. Was denn? Alter, was ist das? Das ist alles Bären? Voll das Gemetzel aus hier. Okay. Wow. Was denn? Passwortschnipsel T19. Sollen wir das aufschreiben? Ich weiß nicht. Rust. Weiß nicht. Ich speichere lieber nochmal. Ups. Speichere nochmal. Nee, oder? Wir waren noch nicht fertig. Hey. Nein. Shit. Das Teil kaputt, oder? Ich verstehe nicht, warum ich nicht durch diese Tore rein kann. Das wäre doch viel einfacher und viel entspannter, oder? Also hier durch meine ich jetzt. Das wäre doch so easy. Ah, cool. Mega Milchmolar? Warum ist der so grün? Egal. Er ist mir. Okay.
Ich spiele den Abschnitt jetzt mal in der Third Person. Vielleicht ist es ja gar nicht so blöd. Jetzt sehe ich dann auch mal mehr. Ach, da oben ist noch... Ah. Ich habe hier noch gar nicht alles entdeckt. Mir ist ja versperrt. Steckt fest. Hier oben habe ich noch nicht alles gemacht, oder? Steckt fest, steckt fest. Na sowas. Ja. Sechs kleine Spinnen. Oh, was haben wir denn hier alles? Meine Güte, Kleeblatt, Unkraut, Gasplatte. Du stirbst. Ganz schnell, Madame. Seidenseil. Pflanzenfasern, ja, warum nicht, ne? Hier. Oh, spröde Quarzitscherbe. Saft. Hat aber einer gut gesammelt hier schon, hä? Huh? Ja. Können wir noch ein bisschen Platz schaffen? Och. Eichebrocken essen. Worse than my mom's Brussels sprouts. Er sich immer beschwert, dabei würde er jetzt wahrscheinlich sehr gerne die Brussels sprouts essen von seiner Mutter. Tu nicht so. Weiß nicht, will ich darüber? Ich speichere, wie gesagt, nochmal. Jetzt wieder irgendwas mache, wo ich es dann bereue. Zum Beispiel sowas Dummes. Springen ist ganz schlimm. Eins. Agilio. Oh. Noch ein Passwortschnipsel mit Y. Rohstoffsucher. Ja. Apfelbrocken kann ich ja aussuchen hier mittlerweile. Es fällt denen einer raus auszuweichen hier. Weg fest. Meine Güte, sind die anstrengend. So viele. Was ist denn los hier? So. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank. Yay. Bienenstachel, Bienenpelz. Ja, könnte ich machen. Brauche ich aber jetzt nicht. Bärenleder. Ja, alles was geht. Brotleib, Trinkflasche, ja, brauchen wir alles nicht. Hm. Okay. Das mit Brotleib, ja. My torments come together into one ingenious solution. After trying countless materials, I finally found something to fix my zipline problem. While the bonding formulas were complex to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. I've dubbed my new creation Zippy Fiber. Just think of the practical applications! Dentalfloss! Oh, only something without gums would suggest that.
This is not some trifle to pick parsley between trips to the periodontist. I will take your word for it, Dr. Tully. So, der ganze Schrott hier kann weg. Das ZIP-Projekt. Mit der Zipline. Voll gut. Oh nein, ich hab's befürchtet. Ich bleib an der dummen Beere hängen. Wo denn? Das ist das Gift, ne? Super. Gehen wir immer weiter. Und? Uhr. Was war ein Schnipsel? Uhr. Okay. Leute, ich komme hier noch. Ich komme noch zurecht. Ich sag euch, ich finde noch raus hier. Oh, sehr gut, der ist wieder. Da ist der Minze. Darüber. Ich will auf jeden Fall noch hier fertig werden mit dem Labor. Da bleibe ich an der Decke hängen. Sehr gut. Habe ich schon drauf, das ganze Leder aufzusammeln, das Bären, die Bärenhaut. Noch weiter. Hier noch was? Nö. Ah, oh, bin ich weit oben jetzt. Das. Ich feier's. Okay, ich hätte nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen dürfen hier im Heckenlabor. Es ist nämlich schon sehr geil. Doch, doch. Oh, das Heckenlabor, der Durchbruch. Okay. Oh wow, ich hab's endlich geschafft, oder? Bin ich beim Terminal an. Early test runs on the zipline system have produced mixed results. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea. Spider thread. I'm using web samples from my unwanted guests, with a few clever alterations, of course. Things were going well until Sarah threw yet another toy into the hedge. I swear that the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. I told them both, no baseballs, no flingman discs, no more throwing. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard, temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. Ach, ich finde ihn irgendwie cool. Ist ein sehr schrulliger Typ, aber irgendwie auch ein netter, ne? Oha, was? Energiesteuerung? Habe ich es geschafft? Die ganzen Türen sind jetzt auf. Endlich. Alter. Keine Geheimnisse mehr für mich. Bin überall hin jetzt. Oh, schön. Oh. Hier ist das Passwort. Passwort. Ich hab's. Ich hab das Passwort hier benutzt. Deswegen macht's Sinn. Und da ist das Superchip. It is likely that this will be my last log from the Hedge Lab. Das sieht voll sympathisch aus. Last night I had a close encounter with a giant brood mother that shook me to my core. Couple that with the strange radio signals I've been receiving and I no longer think this facility is safe. Die Brutmutter, was? Charred barbarian bacon burger. It's made the Roby's way.
Burgle, initiate evacuation protocols for the hedge lab. Make sure any remaining biometric scanners and passcodes are encrypted in the mainframe. Is that really necessary, sir? Yes. Oh, yes. Absolutely necessary. We're being watched. Yeah. Ich hab den Superchip. Wo ist die Brutmutter hier? Ich frag mich echt. Batterie bestimmt nicht, oder? So, komm, eigentlich wollte ich jetzt schon lange Schluss machen hier mit dem Part, aber ein bisschen kann ich noch laufen lassen, ganz kurz. Ich möchte mal sehen, ob ich die Brutmutter finde. Vielleicht ist die ja irgendwo. Ganz oben in den Ästen. Oh. Sehr schön. Hängt einfach mal ein Tautropfen. So, Rohstoffsucher. Der Durchbruch. Ein Mixer. Das ist scheiße. Ah, sieh mal. Keine Ahnung, wo die ekelhafte sein könnte. Aber er sagt ja, die Brutmutter wird hier immer aggressiver, ne? Ach, warte mal. Da unten war da auch noch die Höhle. Geh mal ganz kurz da runter gucken. Müsste ja jetzt auf sein, ne? Bin super gespannt, Leute. Das gönnen wir uns jetzt noch. Die Erkenntnis gönnen wir uns noch. In diesem Video. Bin ich da? Oder geht's da einfach nur hoch? Ich glaube, da geht's einfach nur hoch. Vergessen wir das. Das war's dann wohl für den Part. Ich werde noch die Beeren einsammeln und... Ja, wenn das durchhält. Komm, lauf. Edi, lauf. Ja, das war's wohl leider. Naja, ich komme nächsten Part wieder. Falls... Alter, wie groß das ist. Geil. Wie gesagt, ich komme nächsten Part wieder, wenn hier noch was zu tun ist. Ansonsten, ja, machen wir woanders weiter. Ich verabschiede mich von euch. Dankeschön fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Ich finde es schön, dass manche von euch echt treu sind, auch mit dem Kommentieren und so weiter. Wir sehen uns wieder. Zu Grounded. Tschüss, bis dann.